Mein Name ist Kai Paulus, ich bin der stellvertretende Wehrleiter der Verbandsgemeinde Tafang am Erbeskopf. Wir wurden heute um 13.31 Uhr über die integrierte Leitstelle in Trier zu einer Tragehilfe-Rettungsdienst bzw. Unterstützung-Rettungsdienst zum Wintersportgebiet Erbeskopf alarmiert. Vor Ort war dann auch der Rettungsdienst insgesamt mit 3 Rettungswagen und 3 Notärzten. Unter anderem auch der Rettungshubschrauber Christoph 10 im Einsatz. Wir haben gemeinsam mit dem Rettungsdienst die verletzten Personen von der Piste bzw. dem unwegsamen Gelände gerettet, dem Rettungsdienst übergeben. Insgesamt waren es 3 verletzte Personen aus 2 verschiedenen Unfallszenarien. Ja, die Rettung gestaltete sich schwierig, deswegen hatten wir auch etwas mehr Personal nötig als sonst. Da die Flächen hier sehr vereist waren, wurde daraus halt eine etwas schwierige Rettung, was wir letztendlich aber dann doch gekonnt gelöst haben. Dies ist jetzt der 2. Einsatz in diesem Jahr und wir hoffen mal, dass es auch dabei bleibt. Aber in der Vergangenheit hatten wir nicht so viele Einsätze.